Moin, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf KickOn. Ja, ich bin auch mal wieder da. Nach einer schweren Erkältung melde ich mich zurück und zwar wieder mit neuen HSV-Themen. Das heißt, wenn ihr immer auf dem Neuesten sein wollt und einen Typen mögt, der ja nicht so immer die Mainstream-Meinung vertritt, dann abonniert doch gerne den Kanal. Damit unterstützt ihr mich einfach unglaublich sehr. Heute geht es mal wieder um meinen geliebten HSV und nein, noch ist nicht sicher bei Mario Vuskovic, ob er noch spielt oder nicht. Es geht um einen anderen Spieler, Ludovit Reis. Eigentlich der Spieler, der ja mit Daniel Heuer-Fernandes zu unseren besten Spielern diese Saison zählt. Und zwar haben ja Gerüchten zufolge die halbe Bundesliga Interesse an diesem Mittelfeldspieler. Und wen hätte es denn gewundert, wenn es nicht so wäre? Denn Ludovit Reis ist einer der Lichtblicke beim HSV, spielt eine bärenstarke Saison, kann überall spielen, ist torgefährlich, auch in der Defensive gut. Also dieser Typ ist ein Edeltechniker und wie der HSV den überhaupt geschnappt hat, das ist ein Wunder schon damals gewesen. Aber das war ein goldrichtiger, ja, Glücksgriff. Und der hat sich voll ausgezahlt bis jetzt. Und natürlich war die Freude groß, als Ludovit Reis seinen Vertrag verlängert hat beim HSV. Den hat er aber nicht ohne weiteres verlängert, denn er kennt natürlich den HSV. Er will mit den HSV aufsteigen. Dann ist wirklich ein Abgang überhaupt gar kein Thema mehr. Er will sich beim HSV etablieren, aber er will in der Bundesliga spielen. Und das heißt, wenn der HSV es mal wieder vergeigt, ja, wie die letzten Jahre, wo es auch so sicher sein sollte, wo die aufsteigen, dann könnte oder dann wird Reis eher gesagt mit 100% Wahrscheinlichkeit den Verein verlassen, denn er hat eine fixe Ausstiegsklausel, die ihn ja zu einem sehr, sehr billigen, guten Transfer machen würde. Zu der Ausstiegsklausel ist zwar nichts bekannt, aber die ja ist anscheinend nicht besonders hoch, damit das ja Ludovit Reis keine Steine in den Weg gelegt werden können. Und von den zwei Vereinen, die am größten Interesse haben an Ludovit Reis, sind natürlich zwei Top-Vereine in der Bundesliga. Einmal Union Berlin. Ja, die holen uns immer mal wieder einen HSV-Spieler weg. Der letzte, der uns verlassen hat, war ja Rik van Drongelen. Und der SC Freiburg. Und ja, was soll man da sagen? Gerade diese zwei Vereine, wo er wirklich herausstechen könnte, diese zwei spielen ja momentan auch in der Europa League international vertreten. Also, wenn die Interesse haben und der HSV nicht aufsteigt, wer könnte da böse sein an Ludovit Reis, dass er den Verein verlassen sollte? Aber wie gesagt, nur im Falle eines Nichtaufstiegs verlässt er den Verein. Wenn der HSV aufsteigt, dann ist egal, wer Interesse hat, bleibt er erstmal ein Jahr weiter beim HSV. Deswegen, weil auch ein paar schreiben, im Winter ist er vielleicht schon weg, weil der und der Bundesligist haben Interesse angemeldet. Völliger Bullshit, völliger Blödsinn. Der spielt die Saison noch zu Ende, aber natürlich, er hat auch keine Lust, die ganze Zeit in der zweiten Bundesliga zu spielen. Das heißt, wir müssen dieses Jahr unbedingt aufsteigen. Wirklich, das würde mich brechen, wenn Ludovit Reis weg ist und dann auch noch Daniel Heuer-Fernandes. Weil ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Daniel Heuer-Fernandes nochmal ein Zweitliga-Jahr einfach so hinnehmen wird, weil der ist einfach zu gut dafür. Der ist einfach zu gut. Deswegen, wir müssen dieses Jahr aufsteigen. Ich weiß, ich habe es jetzt seit 5 Jahren gesagt, ja. Ich kann es auch nicht mehr hören, aber wir müssen aufsteigen. Wenn wir dieses Jahr nicht aufsteigen, mit dieser Konkurrenz, dann weiß ich nicht, wen wir schlagen sollen. Oder wann wir aufsteigen sollen, eher gesagt. Ich habe richtig Angst, dass wir dann irgendwann so ein Schicksal haben, wie damals Kaiserslautern oder 1860 München und ich dann irgendwann mein HSV in der Kreisliga wieder sehe, bis er dann wieder mal in der dritten Liga spielt. Das war es auch schon mit dieser kleinen News. Ja, die soll erstmal ein paar Leute auch ein bisschen beruhigen, weil eben viele denken, oh, der könnte schon im Winter wechseln. Nein, 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 nein. Also hundertprozentig nicht. Da lege ich meine Hand ins Feuer. Der bleibt beim HSV bis zum Saisonende weiter hinaus, wenn der HSV aufsteigt. Und das wird er auch. Also schreibt mir in die Kommentare, auf welchem Platz der HSV aufsteigen wird und wie er Ludovit Reis von 1 bis 10 findet. Ja, wir sehen uns wieder im nächsten Video. Ciao, ciao.